Herzlich willkommen zu den Pfeilern der Stadt des Lichts. Meine Lieben, jedes Haus hat ja ein Fundament und ist auch auf Pfeilern aufgebaut, wenn man das genau untersucht und analysiert. Jedes Gebäude, jede Wohnung hat Stützpfeiler, ja? Sonst könnte ein Gebäude gar nicht stehen. Und in gleicher Weise ist die Stadt des Lichts auf Pfeilern aufgebaut. Was sind die Pfeiler? Dieser Stadt des Lichts von Nilakanta erbaut. Die Pfeiler sind die Lehre des Buchs des Lichts hauptsächlich. Obwohl natürlich da noch andere Aktivitäten von mir zu sehen sind, aber hauptsächlich sind die Pfeiler sozusagen die Lehre. Und diese Lehre, die wollte ich euch jetzt mal präsentieren, sozusagen in Pfeilerform. Kann man sagen, worauf die Stadt des Lichts gebaut ist. Also, man kann sagen, dass die Stadt des Lichts in ihren Einzelabteilungen verschiedene Lehren verbreitet, die natürlich alle aus dem Buch des Lichts sind. Nicht nur, sondern zum Beispiel auch Mahathera, Dr. Georg Grimm, Buddhismus und so weiter. Aber das sind ja alles Dinge, die, sagen wir mal, d'accord sind, die in eine Richtung gehen. Die Pfeiler oder die Stadt des Lichts mit allen Pfeilern zusammen will ja sozusagen versuchen, die Religionen zu vereinen unter einer vereinenden oder vereinigenden Menschheitsreligion. Und da ist natürlich schon das Wort Religion so ein bisschen suspekt, ja. Obwohl, es trifft zu. Religion kommt von Religio, bedeutet auch zurück zur Quelle. Also man kann es ruhig lassen. Das Buch des Lichts ist ein religiöses Buch, ja. Das Anliegen dieser Lehre ist ja Satya Nasti Paro Dharmaha. Das heißt, keine Religion ist höher als die Wahrheit. Und die Pfeiler der Stadt des Lichts zeigen diese Wahrheit hinter den Religionen, um sie zu verbinden, auch in Verbindung mit den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft, die wir gar nicht ablehnen, ganz im Gegenteil. Das ist ein wichtiger, bereits erkundeter Teil der materiellen Oberfläche des Ganzen. Ein Siebtel sozusagen der Wahrheit ist enthüllt in der materiellen oder orthodoxen Wissenschaft. Die anderen sechs Siebtel finden wir in der Stadt des Lichts. Die Pfeiler der Stadt des Lichts haben nichts mit Spiritismus unbedingt zu tun, denn das war so eine Sache, die ist ja schon nach 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert in USA ist die geschehen, sondern obwohl man auch dort den Wunsch hatte, religiöse Aussagen zum Beispiel über die Unsterblichkeit der Seele und das Leben nach dem Tode mit wissenschaftlichen Methoden überprüfen wollte, noch ist es dies nicht möglich, meine Lieben. Ja, man suchte mit Hilfe von technischen Vorrichtungen, aber natürlich auch über Medien, mit der Totenwelt in Kontakt zu kommen und sie zu fragen, wie geht's euch da? Was macht ihr da? Wie ist es dort? Nicht wissend, welcher Gefahr man sich da aussetzte, denn die Wesen, die nach dem Tode in der Astralwelt herumtreiben, sind ja erfüllt vom Drang nach dem Leben auf der physischen Ebene. Also siedeln sie sich in der Aura, in der astralen Aura des Fragenden an, des Mediums. Lassen dieses Medium oft nicht mehr los? Also sind die meisten Medien, vor allen Dingen, wenn sie niederer, ich sage jetzt mal niederem Bewusstsein sind, das sind die meisten, die sich damit abgeben, weil sie auch schwarzmagisch was machen, sind alle besessen. Ja? Da müssen wir Angst haben, meine Lieben. Richtige Angst vor diesen Wesen auf der astralen Ebene. Aber man muss sagen, dass also auch Helena Petrovna Blavatsky, unsere liebe Deutschrussin, die Gründerin der Theosophie,
auch solches, als solches spiritistisches Medium galt. Denn sie hat ja sozusagen von jenseitigen Wesen auch Dinge vermittelt. Ja? Aber sie ist da nicht stehen geblieben, meine Lieben, sondern sie ist darüber hinausgegangen, hat gesagt, das ist nicht so das Wichtige, das sind vergängliche Ebenen, und hat versucht, die Geschichte des ganzen Kosmos zu beschreiben, indem sie die verschiedenen Ebenen beschrieben hat, die es da nun mal gibt. Wenn ich in ein Haus gehe und jemand sagt, beschreib mir bitte das Haus, ja, da gehe ich durch jedes Zimmer. Ich könnte natürlich auch sagen, da sind 100 Zimmer. Aber jemand will es genau wissen, will sagen, wie ist das Zimmer da oben? Oder, wie unterscheiden sich die Zimmer in dem Haus? So muss man das verstehen, meine Lieben, wenn man also in der jenseitigen eingeteilten Welt siebenfältig und die wieder siebenfältig, also das sind ja alles Abteilungen und Unterabteilungen feinstofflichster Art, entsprechend im Bewusstseinszustand der dort lebenden Wesen. Und als Blavatsky das machte, zum Beispiel, und das tut das Buch, das liest ja auch, sie ging weiter als nur Spiritismus, da kam dann die Geheimlehre, ja, die ja auch ein Pfeiler der Stadt des Lichts ist, das kann man ganz klar sagen. Die Geheimlehre war eigentlich nur für wenige immer noch, denn Blavatsky hat viele Sprachen verwendet und erklärt, wie die Zusammenhänge sind, die verschiedenen Religionen zitiert, das ist wunderbar und ganz wichtig. Buch des Lichts schreibt das halt in einer Sprache, ob jetzt Deutsch oder Englisch, deutet manchmal an den Zusammenhang der Sprachen, aber bringt halt die ganze Sache auf einen Nenner, was entsteht, muss vergehen. Das ganze Universum entsteht und vergeht wieder. Nach einer Ruhepause entsteht es wieder und vergeht es wieder. Nach einer Ruhepause entsteht es wieder und vergeht es wieder. Kein Big Bang, kein Urknall. Einer der Pfeiler natürlich der Stadt des Lichts. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Es gibt ein periodisches Wiedererwachen. Meine Lieben, wenn wir schlafen gehen, wachen wir am nächsten Morgen auf. Ja? Und wenn wir während des Schlafes sterben, verlassen wir halt den Körper. Die ätherische Schnur ist zerrissen und wir sind in den höheren Welten oder beziehungsweise in den nachtodlichen Welten. Ein Pfeiler der Stadt des Lichts ist ganz wichtig, das sind eben die höheren Welten und Ebenen. Ja? Manche würden jetzt sagen Geisterwelt, aber dieses Wort trifft so nicht ganz zu. Wir sagen mal feinstoffliche Welt, die ja unterteilt ist, auch in der Stadt des Lichts, nach weiteren Pfeilern. Die Stadt des Lichts ist also gestützt auf feinstofflichen Pfeilern, nicht nur auf feststofflichen. Das ist interessant, ja? Ein siebenstufiges Modell, wiederum unterteilt in sieben Stufen. Und die physische Welt ist die unterste Stufe. Die anderen Pfeiler der Stadt des Lichts sind die Ätherebene, die Astralebene, die feinstofflichen. Ja, meine Lieben, die sind feinstofflich, aber sie sind auch materiell. Ist da ein Unterschied? Überhaupt nicht. Denn, wenn ich jetzt materiell sage, meine ich nicht dieses Holz hier, diese Materie, sondern eine feinere, geistigere Form der Materie. Ja? Und es sind diese feinstofflichen Pfeiler der Stadt des Lichts, welche uns führen zu den Körpern von Pflanzen, Tieren, Menschen. Ja? Die geben ihnen Leben. Das Leben kommt nicht vom Körper, meine Lieben, ihr wisst es doch bereits. Das Leben kommt aus dem Feinstofflichen. Darum auch homöopathische Medizin immer, sagen wir mal, gefragter, denn die Medizin wirkt auf der feinstofflichen Ebene und reflektiert dann auf die physische. Ja, deshalb sind diese Stoffe so hoch verdünnt. Das, worüber jetzt noch gelacht wird, wird irgendwann einmal ganz normale Medizin sein und man wird mit Schaudern zurückblicken auf den jetzigen Stand der Medizin, obwohl man den nicht ganz verurteilen soll. Die heutige Medizin hilft vielen Menschen, aber sie berührt eben nur die physische Ebene, die Wirkung, das Symptom und nicht unbedingt die Ursache. Es sei denn, wir wenden uns der homöopathischen Behandlung zu. Meine Lieben, homöopathische Essenzen sind feinstofflich.
Ja, sie wirken ja auch auf feinstoffliche Körper. Das wissen unsere lieben Ärzte, die in ihrem Studium sich nur mit den Leichenteilen und dem Sezieren befasst haben. Die wissen das noch nicht. Feinstoffliches wirkt auf feinstoffliches. Sehr intensiv. Und reflektiert dann auf das Physische. Nun gibt es aber weitere Pfeiler der Stadt des Lichts. Nicht nur die feinstofflichen, sondern auch die superfeinstofflichen. Also, ich sag mal, die vier Geistigen. Ja? Die Geistigen. Und diese Pfeiler sind natürlich auch Wohnungen. Wir wissen, Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich habe vorbereitet. Ja? Da sehen wir diese Bewohner, nehmen sie wahr als Hierarchien. Und das ist natürlich, das sind auch Pfeiler. Die werden in der Stadt des Lichts zum großen Teil gezeigt, natürlich die höchsten der Hierarchie in physischem Körper, aber eben auch in der Geistwelt sind die Meister. Auch da gibt es Hierarchien. Ja, wir haben also das natürlich auch in der Bibel, meine Lieben, in den christlichen Engelshierarchien und so weiter. Und auch die Engelswelt wird ja in der Bibel in Stufen aufgeteilt, ja? Geistige, gottnähere Engel, also wir würden sagen in der Stadt des Lichts, dem Urgrund nähere. Was ist der Hauptpfeiler der Stadt des Lichts, meine Lieben? Der Urgrund. Den soll man suchen. Wer wirklich sich selbst sein will, muss man so sagen, den zieht es zur Einsamkeit, den zieht es zur Meditation. Der will nicht mehr so sehr in die Welt und da draußen sich mit Partys und dies und jenes, ja, sondern der neigt sich zur Einsamkeit. Denn dann kann er nach innen gehen und diese Welten alle empirisch erleben. Ja? Also zum Beispiel, ein Pfeiler der Stadt des Lichts ist die Astral- und die Buddhi-Ebene. Was habe ich jetzt gemeint? Naja, die bis zu den unteren, von den unteren feinstofflichen Ebenen bis zu den höchsten. Reine Liebe ist dort, die Buddhi-Ebene. Und natürlich sagt man, dass die, ja, ist es natürlich, meine Lieben, die Erzengel, also sagen wir mal, Tier-, Pflanzen- und Mineralreich, stehen unter den Menschen, ja? Die Engel, jetzt kommt's, stehen sie unter den Menschen oder über? Nun, scheinbar über, weil sie sich also schön frei in ihrer feinstofflichen Welt bewegen können. Das ist eine eigene Evolution, die sich dort vollzieht, meine Lieben. Wir haben's schwerer. Wir schleppen diesen Körper, dieses Kreuz tragen wir jeden Tag ins Bett hinein, schlafen, stehen auf, schleppen den Körper mühsam zur Arbeit oder fahren ihn zur Arbeit. Ja, wir, die Monade, wir gehen unter einer schlimmen, schwierigen Evolution, meine Lieben. Dieser Pfeiler in der Stadt des Lichts wird ja auch dann gezeigt in seinen Einzelheiten, wie der Mensch aus dem feinstofflichen Zustand, da müssen wir nur in die Halle des Lernens und andere Hallen gehen, die Nilakanta da gebaut hat, entsprechend der Lehre.